Herzlich willkommen, Leute, zur ersten Folge von Road to Otaku, dem Format, in dem ich meinem Bruder Animes und Mangas zeige und wir die dann Arc für Arc oder Folge für Folge besprechen. Und heute geht's, wie ihr schon am Titel sehen könnt, um JoJo's Bizarre Adventure Part 6 Stone Ocean, um die ersten zwei Folgen, um genau zu sein. Also, stell dich mal vor. Servus, Leute, mein Name ist Basti. Wir beide sind leibliche Brüder. Road to Otaku, den Formatnamen kann man quasi so erklären, dass ich der Anime- bzw. Manga-Noob bin. Ich schaue die ganzen Sachen, die wir hier besprechen werden, sozusagen zum ersten Mal, habe den Manga auch nicht gelesen. Gilt jetzt auch für JoJo's Bizarre Adventure Part 6. Ja, du kennst ja den Manga schon, ich kenne den Manga nicht, schaue den Anime jetzt zum ersten Mal und es sind ja 12 Folgen jetzt rausgekommen am Mittwoch, ja. Und wir werden quasi immer Kampf für Kampf quasi. Genau, Kampf für Kampf besprechen und ich werde auch nicht weiter schauen. Also ich werde quasi immer frisch vor dem Podcast. Genau, also den Kampf, den wir hier besprechen, das ist dann auch mein aktueller Stand, damit wir halt auch ein bisschen so Spekulationsbasis haben. Genau. Und versuchen kann, Dinge zu predikten oder Fragen aufwerfen kann. Also seid auch ein bisschen vorsichtig mit Spoilern in den Kommentaren, aber eigentlich sollte es schon gehen. Ja. Also vielleicht würde ich auch einfach dann keine Kommentare lesen, ja, je nachdem. Zum Beispiel. Das überlege ich mir noch. Ja. Und in dieser Folge geht es dann um die ersten zwei Episoden. Ja, fangen wir einfach mal an, ja. Wir starten nicht mit dem Intro, typisch für die erste Folge, da ist oft kein Intro und Outro, dass die Folgen länger sind, sondern wir starten mit einem Cold Opener, wie Jolene und ihr Freund einen Autounfall machen. Damit beginnt quasi der Stone Ocean Anime und wir sehen quasi zum ersten Mal den neuen Jojo und es ist eine Frau und es ist Jolene. Was denkst du darüber? Also, erster Eindruck so von Jolene? Erster Eindruck muss ich sagen, wer die Folge 0 gesehen hat, hast du mich mal kurz gefragt, was ich erwarte, wie sie vom Charakter her sein wird. Und habe ich ja im Endeffekt dann beschrieben und ist ja ziemlich zutreffend. Also sie ist ja quasi vom Charakter jetzt nicht so die typische Frau, würde ich sagen. Ja. Sie ist schon durchsetzungsfähig, ist auf jeden Fall auch raffiniert, hat einen starken Charakter. Und ja, also sind auf jeden Fall interessante Voraussetzungen für eine geile Staffel. Und hast du das bemerkt? Also ich finde, in der ersten Folge hat man schon richtig viel über sie erfahren, zum Beispiel ihre Vaterkomplexe mit Jotaro. Ja, genau. Jotaro ist ja ihr Vater und... Genau, und er ist aber aufgrund seiner Tätigkeit als Meeresbiologe... Ja, eigentlich geht es um die Stand-Sachen, aber ja, so hat es Jolene erzählt in ihrem bekommen. Kopf halt. Ist er nie da und quasi ist Jolene ohne Vater aufgewachsen. So, sie hat ihn quasi immer vermisst. Und deswegen benimmt sie sich auch so ihrem Freund Romeo zum Beispiel gegenüber oder so. Die sucht sich halt, die will halt einen starken Mann an ihrer Seite, was halt aus Jotaro, seiner fehlenden Aura quasi entspringt, würde ich sagen. Also kann man sagen, sie ist generell vom Wesen her, geht eher enttäuscht durch die Welt. Ja, frech, die hat ja viel Scheiße gebaut. Frech, genau, ja. So Sachen wie, keine Ahnung, sie hat erzählt, dass sie Motorrad, glaube ich, geklaut hat mit 14 oder so. Würde ich behaupten, kommt halt daher, dass sie keinen Vater an ihrer Seite hatte. Okay, ja, könnte man da auf jeden Fall rein interpretieren. So Streben nach Aufmerksamkeit und so. Auf jeden Fall sieht man die erste Szene quasi der ganzen Staffel, ist ja dann, wie sie schon im Gefängnis sitzt und ihren Gefängnis mit Insassinnen erzählt von dem Masturbieren. Genau, dass sie beim Masturbieren gesehen wurde. Was sagst du dazu, dass sie und ihr Vater beide bei ihrer Vorstellung im Knast sitzen? Jotaro war damals auch im Knast.
Okay, krass. In seiner ersten. Ja, wie der Vater, so die Tochter halt, würde ich sagen. Und ja, dieser Shit-Talk, der bei Jojo immer abgeht, ist halt richtig geil. Diese Masturbationsszene, wie sie das erzählt und so. Und du siehst schon, man sieht schon Hermes Castello, die was Hermes. Neben ihr ist. Die Dunkelhäutige, die ist neben ihr in der Zelle, genau. Wo sie quasi quatschen. Die wird ja, also wird ja hundertprozentig noch eine größere Rolle auch spielen. Was man noch in der ersten Folge sieht, ist zum Beispiel, dass sie den Standfile Gwess verkauft hat. Aha. Das hat sie erwähnt. Das hat Gwess dann später in der zweiten Folge gesagt, genau. Und ja, Hermes war ja auch im Bus, im Transportwagen war sie auch immer mit am Start. Genau. Und wir sehen schon, dass Jolene quasi ein Stand hat, aber es selber nicht weiß. Den hat sie durch dieses Amulett bekommen, das Jotaro ihr geschickt hat. Und wir hatten jetzt mit Josuke und Giorno zwei Main Jojos, die ihren Stand schon kannten in der ersten Folge. So, die wussten schon, was sie da haben. Ja. Und jetzt mit Jolene ist quasi wie mit Jotaro damals, auch wieder Parallele, dass sie nicht weiß, was ihr Stand ist am Anfang. So, okay. Wie findest du das? Ich finde es eigentlich immer voll geil, wenn das so ist. Ich finde das auch geil. Es wird ja auch, es ist ja dann auch ein Prozess, in dem sie dann tatsächlich merkt, dass sie da irgendwas Übernatürliches hat. Sie hört Dinge, weiß nicht wieso. Genau, sie sitzt ja im Bus mit Hermes, wie auch immer man sie jetzt ausspricht, weiß ich gerade nicht genau. Hermes. Und dann fällt ihr ja zum ersten Mal auf, dass sie die Gefängniswärter reden hören hat. Ja, genau. Und Hermes es nicht hören konnte. Ja. Und dass sie quasi jetzt schon scharfsinnigeren Gehörsinn hat. Ja. Und ist sich da noch nicht sicher und fragt sich erst so, ja, wie kann das sein, dass ich das gehört habe und so. Und später dann draußen im Bus, dann wird ihr das ja richtig bewusst, weil dann hört sie ja weiter, was im Bus mit Hermes geschieht. Ja, und dann... Das war noch eine Stelle, weil Stone Free, also ihr Stand, handelt ja teilweise auch einfach so von sich aus. So. Der macht einfach die ganze Zeit Dinge. Und dann kommt quasi die erste richtige Aktion von Stone Free nach diesem Wahrsagen. Und zwar die Szene, wo dem Knastwärter das Ohr abgeschnitten wird. Genau. So quasi die erste Attacke von Jolene. Genau, das ist halt die Sache, das macht sie ja nicht bewusst, nee. Sondern das passiert einfach. Ja. Aufgrund... Das macht einfach Stone Free, der macht es einfach. Ja, genau. Und später, dann haben wir die ganze Sache mit dem Anwalt und so und man merkt schon, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der Anwalt gekauft ist und so und draußen sitzt Jolines Freund Romeo und das hört Jolene auch mit. Wie die zwei dann reden, so, ja, ich habe dich rausgeholt und so. Genau. Wir haben quasi Jolene 15 Jahre aufgedrückt. Genau. Also und quasi Jolene merkt, über die erste Folge merkt sie die ganze Zeit, wie sie nur betrogen wird und wie alle auf sie scheißen, wenn sie nett ist. Genau. Quasi. Liegt ja dann auch später im Bett und denkt darüber nach, dass sie sich so einsam fühlt. Und außer Hermes, sie ist die Einzige, die ihr irgendwie geholfen hat mit dem Geld, weil sie ihr erzählt hat, dass sie Geld braucht und so. Und wahrscheinlich hat Stone Free auch deswegen Hermes beschützt. Aber sonst hat Jolene eigentlich nur die Knastregeln gelernt. So. Jeder verarscht jeden. Und was denkst du überhaupt über das Setting, über den Knast? Man sieht dann in der ersten Folge noch viel vom Knast, die Regeln. Ja, mein Gedanke ist, ich habe mich in der letzten Folge, Episode 0, also Folge 0 von diesem Podcast, noch gefragt, ob diese Staffel über den Knast hinausgehen wird. Weil ich ja gehört habe, dass das ein Gefängnis in USA ist. Florida. Gibt es wirklich, oder Green Dolphin? Oder, bestimmt gibt es den Namen. Oder ist es halt einfach... fiktives Gefängnis, aber in Florida. Aber jetzt, als wir die Folgen geschaut haben, ist mir der Gedanke gekommen, dass ich glaube, dass dieses gesamte Gefängnis, weil es gibt ja diesen die Frauenabteil und dann für Männer und dann noch für... Es ist schon viel Worldbuilding da drin eigentlich. Genau, und dann noch halt für Jugendliche. Und ich glaube, dass im Endeffekt dann man diesen Knast so betrachten wird wie die Stadt in Part 4. Genau. Dass man sich quasi fühlt, als wäre man selber mit drin und würde selber immer mehr darüber erfahren. Ja. So, das ist jetzt mein Gefühl dazu. Ja. Ja, also quasi lernt man viel über den Knast und man sieht zum Beispiel Gwess mit diesem Standfile, mit diesem Splitter rumlaufen. Und
Man kriegt halt ja direkt so den Gedanken, Alter, jetzt kriegen einfach die Insassen Stands so hier und da mal. Ja. Und sind halt alle auf einem Haufen und du hast halt so ein Setting, so wie eine Arena quasi. So dieser Knast ist halt einfach der jetzt fürs erste Mal der Schauplatz auf jeden Fall. Und was ist in der ersten Folge noch passiert? Ja, die Nude-Szene von Jolene, wo sie strippen muss, wo sie sich ausziehen muss. Ja, also die Wärter behandeln auch alle wie Scheiße. Pose macht. Der eine Wärter hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Loco Barocco. Loco Barocco. Der mit der Puppe ist es, Leute, falls ihr es nicht mehr wisst. Richtig geiler Charakter. Das sind halt auch so geile Sachen bei Jojo, wenn die einfach so Dialoge führen, die so lustig sind. Heftig. Und ja, der hat uns auch viel Knastregeln erzählt, also schon in der ersten Folge richtig viel Worldbuilding, richtig viel Sachen, die wichtig werden. Genau, das kam, glaube ich, 2 oder 3 Mal, so jetzt nicht das gleiche Zitat, aber von wegen so diese Situation, in der Jolene irgendwas hinterfragt hat, so warum ist das so, warum ist das so, und dann sagt er, ja, so ist nun mal das Gefängnis. Genau, ja. Kann man nicht erklären und da wird es dann wahrscheinlich noch öfter solche Situationen geben. Könnte ich mir vorstellen, kam er dann in der zweiten Folge auch so mit dem Essen. Ja, sie wird die ganze Zeit gemaßregelt. So, genau. Sei nicht naiv und so, weißt du. Ja, du kannst nur auf deinen eigenen Arsch achten. So, genau. Das, was Jolene nie wollte. Die Netten fressen die Hunde quasi. Genau. Und so kommt sie erstmal rein ins Gefängnis und lernt ja dann auch ihre Quest halt kennen. Ja, sie behandelt sie auch wie Scheiße am Anfang. Und wird halt dann immer abgehärteter, sage ich genau, mal. Genau, ja. Und was ich noch zur ersten Folge sagen wollte, genau, Jolene, am Ende der ersten Folge erwürgt sie noch den Anwalt, weil sie quasi weiß, dass er sie gesnitcht hat. Ja. Und sie steuert Stone Free ziemlich weit weg auf die Autobahn oder wo der halt war und erwürgt ihn. Also Jolene, zum Beispiel Joske würde sowas nie machen. Der wollte keine Gewalt anwenden, aber Jolene... Okay, ist da skrupelloser. Gibt ihm einfach halt, ja. Also wie ihr Vater, kann man sagen. Aber heißt das jetzt, dass ihr Stand quasi bei Distanzen nicht abgeschwächt wird? Doch, aber er kann auf Distanz. Manche Stands können ja überhaupt nicht auf Distanz. Das, also man weiß bis jetzt einfach, dass er weit weg kann, theoretisch. Mehr weiß man noch nicht. Und nice. Ja, am Ende der ersten Folge sieht man noch Gwess. Also das ist dann quasi vor dem Outro, wie sie mit dem Stand-File rumläuft, den sie von Hermes bekommen hat. Und was ich noch sagen wollte in der ersten Folge, was mir jetzt beim Schauen aufgefallen ist, Jolene sagt am Anfang, wo die ganze Scheiße passiert, regnet's. Und dann, sagt sie... Es hat schon immer geregnet. Es hat schon immer geregnet, ja. Wahrscheinlich wegen Jotaro. So. Ihr Leben ist halt einfach... Meint sie quasi ihre Gefühlswelt halt. Ja, sie sagt, sie ist wahrscheinlich einfach ein verzogenes Kind ihr ganzes Leben lang gewesen, weißt du, die sich immer gefragt hat... Warum ist es so? Warum bin ich so? Wo ist mein Vater? Also würde ich jetzt mal sagen. Genau, was mir auch aufgefallen ist und was... Sie ist ein Teenie halt. Was mir auch aufgefallen... Ja, sie ist ein Teenie. Ich weiß ja auch nicht, also in welchem Zeitraum die gesamte Staffel, also der gesamte Part spielen wird. Also wie das dann mit den nächsten Episoden wird. Aber kann auch sein, dass man dann noch einen gewissen Reifeprozess irgendwie mitbekommen wird. Was mir dann auch aufgefallen ist in der ersten Folge, was quasi dann auch gleich eine Überleitung zur zweiten Folge und dem Opening wäre, ist, dass sie dieses Schmetterlingstattoo hat, mit dem Schwert in der Mitte und da steht Prey drauf. Und das ist auch im Logo drin, dieser Schmetterling. Ja. Ich weiß nicht, ob das Schwert auch da ist, aber dieser Schmetterling ist auf jeden Fall im Logo drin. Und dann können wir jetzt quasi zum Opening übergehen. Ja, genau. Die zweite Folge beginnt straight mit dem Intro. Und im Opening sieht man immer wieder diesen Schmetterling. Ja. Ja, da rumfliegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat aber jetzt von ihrer Kraft und auch von Stone Ocean noch nichts irgendwie in Richtung Schmetterling gesehen. Aber das heißt ja irgendwie, dass der Schmetterling noch bedeutsam werden wird. Ja. Denke ich mal. Gehe ich jetzt davon aus. Ja, und aber kann ich jetzt ja nicht viel spekulieren, weil es könnte ja alles Mögliche sein. Ja, Spekulation, ja. Wie findest du das Intro so? Weil das Intro ist schon speziell für Jojo, würde ich sagen, weil sonst hast du eigentlich Männer und immer so Männer-Tracks, wo man sich richtig
geil einfach dabei fühlt. Und jetzt hat man so ein bisschen so ein funkiges Ding. Ja. Part 4-Style bisschen und eine Frau singt es. Ja, also von den Bildern sehr geil. Klangtechnisch, also an den Song an sich, muss ich sagen, kann ich mich jetzt gerade gar nicht so genau erinnern. Mhm. Bilder sehr geil, also ich schaue mir das Opening sehr gerne an. Ja, ich würde auch sagen, die Visuals sind richtig krass und der Track ist, finde ich auch übertrieben geil, aber würde jetzt nicht auf meinen Platz 1 von allen JoJo Openings kommen. Wahrscheinlich so im Mittelfeld irgendwo. Ja. Gibt bessere, gibt schlechtere. Man sieht halt ein paar Charakter. Man sieht richtig viel in dem Intro. Also, und eine Sache, es gibt auch viele Easter Eggs. Und will so. Ich auch noch anmerken, dass, weil es auch ziemlich auffällig war, ist, dass immer wieder so Discs, also CDs, durch die Luft fliegen. Ja. Mhm. Das wird, denke ich mal, irgendwas mit irgendeinem Stand halt zu tun haben. Ja, so typisch JoJo. Am Anfang ist es einfach nur ein Haufen bunter Scheiße aber und irgendwann checkst du dann, was alles bedeutet. Aber die CDs kommen auf jeden Fall öfter im Intro vor. Am Ende und so, das wird schon gut gehighlightet. Was zum Beispiel auch im Intro ist, also nur mal ein paar Easter Eggs zu nennen, für jeden, der die nicht kennt. Man sieht zum Beispiel Iggy aus Part 3, da ist ein Bild von Iggy im Knast an der Wand irgendwo. So nur für eine Sekunde oder so. Jotaro sieht man auch im Intro. Ja, aber das ist ja stimmt, Jotaro sieht man im Intro. Ist ja auch nicht. Vom Trailer weiß man es, aber ist ja eigentlich, wenn man jetzt nur die Serie schaut, auch nicht selbstverständlich, dass er tatsächlich dann vorkommen wird. Stimmt. Mhm. Man sieht zum Beispiel Kakuin-Reference mit so Cherry und so. Okay. Du hast richtig viele References im Intro. Das habe ich vollkommen. Ist an mir vorbeigegangen. Mhm. Nur das mit den Discs halt und mit dem Schmetterling ist mir aufgefallen. Und dann kommen wir schon zur Folge, also zur zweiten Folge und zum ersten Kampf. Also der erste Kampf ist der Kampf gegen Gwess und ihrem Stand Go-Go Dolls. Und der fängt erstmal an, indem Jolene und Gwess sich einfach so streiten. Sie wird wieder von ihr quasi schikaniert, will ihr nicht das Bett geben und so. Die scheißt sie eigentlich halt die ganze Zeit zusammen und behandelt Jolene wie Scheiße. Genau. Und man sieht Jolene weinen zum Beispiel dann in der Nacht. Die ist überfordert von der ganzen Situation und weint. Das finde ich eigentlich auch voll nice. Das kannst du dir, bei Jotaro könnte man sich das nie vorstellen, dass der Gefühle zeigt. Ja gut, das spricht dann schon wieder gegen das, was ich vorher gesagt habe, dass sie vom Charakter her wirklich eher so männlich ist. Also jetzt nicht das... Ja, doch, schon. Ja, sie ist eigentlich quasi schon... Sie ist tough, aber... Sie ist tough, aber im Innern schon irgendwo zerbrechlich und enttäuscht von der Welt vielleicht, weil sie sagt, sie hat schon immer geredet, enttäuscht von ihrem Vater und wird Stück für Stück härter so. Ja, das ist halt also... Wird, ich würde sagen, das ist... Von Jolene sieht man viel von ihrem Charakter, weißt du, was in ihr passiert. Das ist, finde ich, bei keinem anderen JoJo innerhalb von 2 Folgen so gut rübergekommen wie bei Jolene. Ja, auf jeden Fall gab es auch, sie ist auf jeden Fall auch scharfsinnig, weil sie hat bei ihrer Mitinsassin schon in der ersten Szene, hat sie ja erraten, dass sie wegen einem Sexualdelikt inhaftiert ist. Und später hat sie ja im Bus auf der Fahrt ins Gefängnis, ich glaube, sie hat einen Spaß gemacht, dass sie das Geld in ihren Titten versteckt hat, aber da ist sie quasi auch drauf gekommen. Ja, also sie ist schon flott im Kopf auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir quasi den Papagei von Gwess gesehen, der gar kein Papagei ist. Da hat man dann Arme quasi aus dem Kopf rauskommen sehen und das hat Jolene dann auch gesehen. Aber das war... Nach dem Essen oder davor? Nee, davor hat sie den Papagei das erste Mal gesehen, die Arme und Jolene dachte sich so, hä, was war denn das gerade? Ja, dachte ich mir auch. Nach dem Essen siehst du dann quasi Gwess, wie sie im Flur hockt und mit diesem Papagei redet und den quasi dressieren will. So, hier, jump mal da drauf und so und mach keine Geräusche, die nach einem Menschen klingen und so. Und dann kommt Jolene wieder mit Stone Free und tauscht diesen Stand durch eine Banane aus. Sie ist quasi über ihr und macht einen Faden runter, holt sich diesen Papagei und Gwess hat nur noch eine Banane in der Hand, sagt so, hä, what the fuck? Genau. Und Jolene hat dann diesen Papagei in der Hand und merkt, dass der schon tot gedrückt wurde. Mhm. Und sie wollte ihn töten, weil sie
Die hat ja, die Quest einfach ein bisschen Psycho. War, genau, ein bisschen ausgerastet. Die hat ihn halt getötet. So. Der ist halt zerbrechlich und klein gewesen. Die Szene war auch ganz lustig mit dem ich liebe dich. Und ja, wo sie ihn immer so streichelt und so. Aha. Und dann ist Jolene oben und versteckt sich vor Quest, die dann hochkommt und macht dann wieder so einen Stone-Free-Move und zieht so die Leiche quasi vom Papagei um die Ecke. Und als Quest dann weg ist, sieht man, wie Jolene quasi vor einer riesigen Blutwand steht und denkt sich, hey, what the fuck? Und dann schaut sie rüber, sieht eine Steckdose, die einfach größer ist als sie. So, Jolene ist jetzt von Go-Go Dolls geschrumpft worden. Und dann schnappt sich Quest Jolene, schmeißt sie in die Zelle und sie ist jetzt quasi das neue Tier von Quest. Was hältst du von dem Stand von Quest und wie sie ihn so benutzt in diesem Knast-Ding? So, ich tue ein Tier aushüllen und den da rein und so, weißt du? Ja, finde ich voll geil. Weil es ist halt wieder so sehr typisch Jojo-mäßig, dass einfach Ideen drin sind, so auf die man gefühlt niemals kommen würde. Ja. Einfach so Sachen, die sich kein Mensch ausdenken kann. Ja. So. Und dass es dann verbunden ist mit dieser Trickserei im Knast, auch mit nicht nur für Kämpfen benutzt Beschaffung wird, von dies und jenem, weil sie hat ja den Papagei erst... Sie hat ihn ja engagiert, irgendwas zu besorgen, glaube ich, gell? Und sie als Ratte dann später also quasi Jolene, dazu angestiftet, mal zu schauen, so wie das ist mit den Ausgängen. Also Jolene als Ratte sollte die Dings öffnen, die Gittertüren. Und Gwess wollte ausbrechen. Gwess wollte quasi Jolene benutzen, um auszubrechen. Ja, und zuerst halt beim Papagei, habe ich vorhin gesagt, bei dem Wellensittich hat sie auch irgendwie gesagt, der soll mal kurz irgendwas holen. Ja, irgendwas also, zu essen oder die so. Die hat die halt benutzt auf jeden Fall. So die, und das ganz geil mit diesen Verkleidungen halt. Ist schon nice mit so ausgehöhlten toten Tieren und so. Und ja, dann sehen wir Jolene, die quasi durch diese Gitter, wo sie nicht durch darf, kommt, weil sie klein genug ist. Und sie soll dann eben die Türen für Gwess aushebeln. Dann haben wir diese kurze Szene mit den Beamten, die irgendwas merken und so. Im Prinzip scheißegal, dann wird Gwess weggeschickt vom Gitter und je weiter sie weg ist, desto weniger wirkt ihr Stand. Ja. Kennt man ja auch schon von anderen Parts. Quest selber wusste davon nichts. Quest selber wusste davon nichts, ja. Die wurde einfach weggeschickt. Ja. Und Jolene merkt es, will zurückrennen zu den Gittern und auf einmal läuft ihr Google-Doll hinterher. Also der Stand von Quest. Ja, Mann. Und der ist jetzt im Rattenanzug. So, der war einfach die ganze Zeit mit in dem Anzug. Ja. Und der jagt dann Jolene und sie macht so ein paar Spider-Man-Moves. So, sie hängt ihn so auf und klettert so ans Gitter und so mit Stone Free. Und wird dann quasi, steckt dann quasi fest in so einem Dachgitter, weil sie zu groß geworden ist. Genau. Und dann kommt Quest wieder her, sie ist Jolene. Ah, und dann sieht man das erste Mal Stone Free in seiner physischen Form. Genau. Man also Stone noch Free ist der original Manga-Name. Der Originalname, okay. Ja. Also für die es nicht wissen, Leute, Stone Free heißt der. Stone Ocean ist nur der Name, den sie lizenzmäßig benutzen. Ja. Und quasi, wie findest du das Design von Stone Free? So neuer Jojo-Stand? Ja, voll geil, also mit der Sonnenbrille und so. Überkrass, der Roboter mit Sonnenbrille, Alter. Das Blau ist heftig. Und man hört auch Jolines Team das erste Mal. Hast du dazu eine Meinung? Weiß wahrscheinlich gerade gar nicht, oder? Jolines was? Ihr Lied. Immer wenn sie abgeht, kommt ein Character-Track, weißt du? Weiß ich nicht, nein. Okay, und ja, also ich finde ihn ziemlich geil. Wie heißt nochmal der Stand von Jotaro? Star Platinum. Okay, ja, hat jetzt nicht unbedingt Ähnlichkeiten. Nee. Die Fähigkeit auch nicht. Und hast du jetzt schon eine Prediction? So, könntest du jetzt schon beschreiben, was Jolene Stand kann? Nach 2 Folgen? Weil man hat schon viel gesehen, aber Jolene lernt es ja selber erst. Ist eigentlich ganz geil so, rätselhaft. Aber versuch mal so zu beschreiben, was kann für dich Stone Free? Was kann er? Also, man weiß ja, dass sie selber mit ihren Fäden da rumschießen kann. So Spider-Man-mäßig. Ja. Aber was er selber jetzt kann, man hat ja eigentlich nur am Ende gesehen, wie er ein paar Fäuste verteilt. Ja.
Ja, warte, wir sprechen erstmal die Folge zu Ende und dann reden wir darüber. Ja, und dann hat Gwes quasi Jolene wieder kleiner gemacht und den Vorteil gewonnen und sie wieder hinter die Mauer gekriegt. Dann holen die Wächter in die Eile. Dann holen die Wächter die Shotguns, wollen Jolene abknallen. Und dann währenddessen sehen wir Jolene, wie sie hinter diesen Gittern ist und Stone Free versucht, Gwes zu schlagen, geht aber nicht. Und auf einmal geht's doch. Weißt du noch die Szene, wo Jolene sie komplett wegpuncht und dann quasi so sagt, du holst mich jetzt hier raus und so, ich bin jetzt hier den, ja, genau. Ich mache jetzt hier die Ansage. Das ist ja dann schon so der erste Step in. Sie hat quasi schon gecheckt, dass hier eine Hierarchie gilt, in der sie. Genau, quasi, Jolene hat jetzt schon irgendwie ihren Charakter an den Knast angepasst. Aber nach sag dem Kampf. Das nochmal mit den Gittern, dass erst nicht ging und dann. Ja, das ist. Merkt man vielleicht nicht beim ersten Mal, aber Stone Free konnte. Hat das was mit seiner Fähigkeit zu tun? Okay, aber. Also theoretisch könntest du so. Der Grund, warum der das kann. Er besteht aus Fäden, oder? Ja, es deswegen, ist eigentlich ein zusammengetwirlter Riesen. Man sieht es ja auch an seinen Fäusten. Ja. Er besteht aus Fäden. Bei Jolene auch, wo der Ding weit weg war. Wo aber die den Mord im Auto gemacht hat, hast du auch so gesehen, dass ihre Hand so immer. Ist es dann das schon, was du jetzt meintest vorhin mit, kannst du erraten, was seine Fähigkeit ist oder. Fehlt da noch was? Ja, also natürlich macht die halt voll viel damit, aber okay. So. Aber das ist quasi. Sie hat so quasi das, so ein Spider-Man-Stand. Ja, so ist einfach ein Faden, ein riesiger Faden. Sehr geil. Voll geil. Deswegen konnte der auch durchs Gitter zum Beispiel punchen, weil einfach, der macht sich einfach quasi zum Faden, geht durch und gibt ihr eine. Genau. Das sind so Vorteile von Stone Free, kann man sagen. Und dann ist der Kampf quasi gelaufen, also die sind dann wieder auf Zelle, immer noch Mitbewohnerinnen. Und alles ist quasi wieder gut. Mhm. Jolene wurde nicht abgeballert von den Wärtern. Was haben wir noch zur Aber Folge? Es war, als sie gesehen hat, dass Grace ihr Amulett hat, hat ja erst das Bild gefehlt. Ja, das hat sie in die Mülltonne geschmissen. Also mit ihrem Essen. Es war drin nur das Bild und der Splitter oder mehr nicht. Ja, und das Bild hat Jolene aber wieder. Sie hat alles wieder, auch den Splitter, der ist ja auch wieder mit drin. Der ist, glaube ich, auch. Den hat sie auch wieder. Gesehen. Ja, genau. Okay, also hat sie alles wieder. Da fehlt nichts. Aber der ist eine Zeit lang durch den Knast gegangen. Also man weiß nicht, wer hatte den schon, wer nicht und so. Okay, krass. Und. Nice. Das wird geil. Das wird auch heftig. Dings zum Beispiel, wie Jolene Gwes geschlagen hat, war auch Jotaro-Style. Voll. Die gleichen Sätze und so. Voll. Einfach in die Fresse. Ja, wie gesagt, war jetzt auch. Jetzt noch kein. Richtiger Fight, sagen wir mal. Eine Folge, ein Fight, so das war schon angeteased, sagen wir mal. Es ist, also, für eine Folge ist sehr viel passiert, aber es war jetzt kein Psycho-Fight, wie die normalerweise sind, so 2-3 Folgen lang oder so. Mhm. Aber für einen ersten Fight sehr krass, wenn du es vergleichst mit Part 3 oder so, da waren die ersten Fights jetzt noch nicht so deep mit dem Schrumpfen und den Anzügen und so. Und zum Ende der Folge ist Jolene, hat verstanden, wie es im Knast läuft, so kann man sagen. Also sie ist angekommen im schmutzigen Knast, kann man sagen. Genau, und wird sich quasi mit der Zeit immer mehr ihre eigenen Regeln machen. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir irgendwas verpasst haben oder ob es das im Großen und Ganzen dann schon war. Ja, ich glaube. Mit den beiden Folgen. Also, was waren so deine Highlights jetzt von den ersten 2 Folgen? So. Oder wie findest du Jolene im Vergleich zu allen anderen JoJos? Weil ich finde die ersten 2 Folgen das Highlight auf jeden Fall Jolene. Die ganze Zeit Jolene. Ja, ich find das, ihr Charakter passt auf jeden Fall perfekt zu diesem Knast-Setting. Mhm. Weil sie quasi so vom Schwächling zur Stärksten im Knast aufgebaut wird, denke ich mal. Mhm. Weil überhaupt sie jetzt die erste Frau als Protagonistin JoJo's Bizarre Adventure ist und das setzt auch voraus, dass vielleicht ein bisschen was anders sein könnte vom Charakter her. Mhm. Aber eigentlich im Großen und Ganzen finde ich sie ähnlich wie alle anderen. Welche findest du zum Beispiel jetzt vom ersten Eindruck besser oder schlechter? Also
Zum Beispiel Jotaro, die ersten paar Folgen oder gesamt Jotaro. Jotaro ist ja eigentlich, muss man sagen, viel ruhiger, gelassener. Der ist ziemlich oberflächlich halt, ja. Ja, und hat eigentlich so gut wie keine emotionalen Ausbrüche und ja, so. Der wird höchstens mal aggressiv. Was ja bei ihr anders ist. Ja, aber hier hat man schon in zwei Folgen so viele Emotionen gesehen. Ja. Weinen, aggressiv sein, glücklich sein und so. Was eigentlich schon. Auch eigentlich, voll, eigentlich, ja, eigentlich habe ich sie ein bisschen falsch beschrieben. Also ich finde, Jolene ist wesentlich deeper als alle anderen bis jetzt in den zwei Folgen. Auch wo sie so sagt, auf Wiedersehen, meine erste Liebe und so zu Romeo. Weißt du, voll irgendwie, die ist nicht nur gut oder böse oder so, sondern die ist einfach... Also kann ja dann sein, dass... Die hat viele Facetten. Noch mehr Flashbacks vielleicht kommen aus ihrer Jugend oder Kindheit oder... Ja, die ganze Jotaro-Thematik halt spielt genau mit. Genau, diese Thematik. Ja, was denkst du, was wird jetzt passieren in nächster Zeit? Was vermutest du? Natürlich hat man jetzt so ein Setting. Ich vermute mal stark, dass innerhalb dieser 12 Folgen, ja, man weiß es ja, dass Jotaro noch auftaucht. Mhm. Man weiß es ja vom Trailer. Er wird sie ja besuchen. Ja. Ich glaube, im Trailer hat man schon gesehen, dass er sie besucht. Ja. Aber was er ihr dann genau erzählt, er sagt ihr, glaube ich, nur, du musst ausbrechen. Stimmt, das hat man im Trailer auch gesehen, ja. Ja, und sonst glaube ich nichts. Also man kann eigentlich sagen, dass die Sache mit Gress schon der erste Ausbruchversuch war. Mhm. Nicht von Jolene, aber von Gress. Und ja, wie findest du das Knast-Setting? Zum Beispiel Stardust Crusaders, wir waren immer in einem anderen Land. So, du hast eigentlich, das war auch geil, weil du immer verschiedene Orte gesehen hattest. Habe ich ja schon gesagt, so wie die... Wie Morio, ja. Ungefähr, ja. Weil ich meine, das ist ja auch kein kleiner Knast, das ist eine ganze Insel. Genau, die ganze Insel ist der Knast. Es hat verschiedene Abteile so, mit den männlichen noch und dann die Minderjährigen. Also könnte groß genug sein, um für eine ganze Stadt zu reichen. Ob es nur da stattfinden wird, das weiß ich ja wie gesagt noch nicht, aber könnte reichen. Also so Morio, nur statt normale Menschen, haben halt jetzt dreckige Knastis. Ja, so wie der Anwalt gesagt hat, den Abschaum der Gesellschaft von dem Auto war. Ja, so. Also ich atme die gleiche Luft wie der Abschaum der Gesellschaft. Morio in Dirty-Version haben wir jetzt quasi. Und was hältst du davon, dass Jolene quasi durch Jotaro und seine Frau, die ist halb Japanerin, halb Amerikanerin quasi. Ja. Eigentlich voll die geile Kombi. Voll, ja. In Florida noch und so. Also die ist schon wieder sehr speziell, wenn man überlegt, so Giorno Italiener, der andere komplett Japaner und so. Sehr geil. Und jetzt haben wir halt einen halb Ami am Start. Und den Dio der Staffel hat man quasi noch nicht. Nee, vom Bösewicht ist noch keine Spur, ja. Das ist ja auch immer anders. Zum Beispiel Part 4 hast du erst nach der halben Staffel den das erste Mal gesehen. Aber es werden ja dann in verschiedenen Abständen 12 Folgen kommen. Man weiß nicht, wann die nächsten Folgen kommen. Man weiß auch nicht, wie viele dann, oder? Nee, aber Vermutungen wären halt jetzt, wenn es ganz geil läuft, am 1.1. nochmal 12. Am 1.2., aber du vermutlich denkst, erst wird im dann März so oder so. Dreimal wahrscheinlich passieren, also 3 Drops und das wird dann die. Ja, ich denke 3 Drops. Sein. Und dann, also kann auch sein, dass das nächste Mal direkt 24 Folgen rauskommen und dann ist die Staffel durch oder so. Man weiß es wirklich noch gar nicht. Okay. Und ja, also wir werden das jetzt jeden Sonntag machen. Im nächsten Podcast wird es dann um den nächsten Kampf gehen. Ich sage jetzt nichts, weil er ja noch nicht weiß, in welchen Kampf es gehen wird. Ich vermute mal, das werden dann 3 Folgen sein. Oder das so. Werden dann mehr Folgen, ja. Also das ist jetzt der kürzeste Kampf. Typischer Jojo-Kampf, kann man nichts sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden, aber ziemlich geiler Kampf, finde ich, für den ersten Kampf. Dementsprechend fällt halt die Folge jetzt auch ein bisschen kürzer aus als die nächsten, vermute ich mal. Stone Ocean kennengelernt, so den Anfang. Ja, geile Einführung auf jeden Fall für einen Part, meiner Meinung nach. Ja, Outro haben wir dann auch noch angeschaut, aber... Outro, stimmt. Also ich find's geil, aber ich kenne keinen, der es geil findet, außer ich. Ja, ich fand's jetzt nicht... Also ich werde es mir jetzt nicht nochmal anschauen. Ja. Weil ich meine, die Bilder, das Wasser sah ganz geil aus. Aber die Bilder geben nicht viel so. Ja. Das ist ein... Das Setting ist generell geil. Also das sonnig ist und so alles nice. Sehr... entspannt anzusehen. Wird ja auch nicht alles unter der
im Knast stattfinden, sondern der Knast hat ja auch noch einen Außenbereich. Ja, genau. Und da ja. werden bestimmt auch noch einige Dinge passieren. Was ich auch geil finde, ist diese Dynamik mit jetzt Stand-Nutzern quasi und den Knastwärtern und so. Die haben alle keine Stands und so, aber sind trotzdem im Weg, weißt du? Wenn du die Shotgun holt, dann hast du Probleme, Alter. Genau. Das hast du irgendwie davor auch nie gehabt. Mhm. Diese Knastdynamik, die bringt halt immer wieder was mit, so. Die verändert die Kämpfe gefühlt. Aber es wird ja bestimmt irgendwann noch ein Knastwärter oder jemand von Startseite auch mit einem Stand ankommen. Ja, kann ja alles passieren. Also, wieso nicht? Kann ja alles passieren, ja. Ja. Also die Voraussetzungen sind schon mal ziemlich geil. Ja, ja, sehr geil. Also ich habe da überhaupt nichts auszusetzen. Ich bin sehr gespannt und hab Bock. Und was sagst du dazu, dass wir bis jetzt noch keine Spur von einem Squad oder so haben? Du hast voll den Julien-Fokus und nicht irgendwie so 5-6 Leute, die alle ein bisschen behandelt werden, sondern... Darüber habe ich tatsächlich auch nachgedacht. Denkst du, es kommt noch ein Squad? Ich dachte es immer. Also ich dachte, dass Hermes da landen wird. Aber ich denke, es wird passieren, aber ich... Vielleicht wird jetzt diese Gress quasi wie so ihr erstes Squad-Mitglied, aber nicht so im freundschaftlichen Sinne, sondern dass sie quasi mit Ansage der Boss ist. Mhm, so, ja. Weil sie hat ja auch schon gesagt, Hierarchie, und ab jetzt habe ich das Sagen zwischen ja, genau. uns beiden. Ja, und das, so könnte ich mir das vorstellen. Ja, dass sie sich vielleicht. Den ja. Weil Gwess ist ja nicht tot, die ist ja immer noch mit ihr in einer Zelle. Ja, klar, jetzt. Und ab ja. jetzt ist sie quasi ihr Untertan. Auf jeden Fall sehr krasse Part 4 Vibes. Auch einfach, es sind einfach Haufen Leute mit Stands und die klatschen halt aufeinander, so ob die wollen oder nicht. Ja, Mann. Ja. Ja, mehr gibt's glaube ich nicht zu sagen, Leute, für den ersten Podcast. Nächste Woche kommt dann der zweite Kampf. Da wird's mehr zu sagen geben, weil der Kampf länger ist. Jawohl. Ja. Dann denke ich, können wir es hiermit auch beenden. Genau. Also schaltet nächste Woche wieder ein, meine Freunde, und lasst ein Like da. Und Kommentare sind immer das Niceste. Da habe ich Jawohl. Bock drauf. Ich antworte jedem. Wir sind noch sehr klein, also easy. Mhm. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt oder Animes empfehlen, die wir schauen sollen, die er quasi noch nicht kennt und die wir dann auch zu dem Podcast-Format dazu tun können. Weil bei JoJo werden wir jetzt 4-5 Folgen drehen und dann brauchen wir einen neuen Anime. Genau. Also schreibt mal Empfehlungen in die Kommentare. Jawohl. Ansonsten wünsche ich auch noch schönen Sonntag, schöne Jawohl. Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao, Leute. Ciao.